Boah, richtiger Rocker hier, ey. Danny. Der wird richtig rocken, die Bühne. Ich habe auch das Gefühl. Er hat so ein richtiger Charisma. Oh yeah. Oh yeah. Er sieht ja schon mal scheiße aus, ne? Du siehst auf jeden Fall aus, als würdest du eigentlich so mehr Schlager machen in die Richtung. Sag mir, wovon träumst du? Echt, ja? Ja, oder wie so, Style, wie so an Halloween, wenn man sich halt verkleidet. Das sieht aus wie Ricky King. Kennst du Ricky King noch nicht? Ich sag nicht, ja. Aber meine Szene ist also, mein Stil ist der Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Das heißt die Oldies, 50er, 60er Jahre. Ich bin der Dani, 19 Jahre alt geworden und lebe in Berlin. Ich bin wirklich ein starker Anhänger des Rock'n'Rolls. Ich würde mich jedes Mal wieder für den Rock'n'Roll entscheiden, also das andere ist eher nichts für mich. Das liegt mir einfach so im Blut. Ich habe ganz damals durch die Sachen, die ich gehört habe von meinem Vater, die Musik und so, war ich immer dazu inspiriert, mal mitzusingen. Und dann kam es quasi so das eine zum anderen. Ich habe es gesehen auf den Plakaten, die Rock'n'Roller mit der E-Gitarre haben da gesungen und so, habe die Videos gesehen, dachte mir so, oh, ey, das möchte ich auch erleben. Mein Vater hat mein Leben stark geprägt. In so vielen Aspekten muss ich echt sagen, kann ich ihm so dankbar sein, wie er mein Leben so verändert hat, dass ich jetzt so denke und bin, wie ich jetzt bin. Bist du aufgeregt? Nee. Du brauchst keine Angst haben. Mehr als rausgehen kannst du nicht. Ja. Jetzt willst du Superstar werden. Ey, ich gebe mein Bestes hier. Wie schätzt du dich denn ein? Also ich würde so sagen, mein Hauptaugenmerk ist so generell auf die Musikrichtung und auf die Performance insgesamt. Und die, weißt du, die Stimme ist, das gehört so dazu, aber es möchte alles mit allem überzeugen und eher so Entertainment auch machen. Machst du denn mit Playback oder? Mit Playback, ja. Und zusätzlich spielst du Gitarre? Genau, genau. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, dass das was wird. Da bin ich auch mal gespannt jetzt, ey. Say my mouth and the rattle my brain. Too much to love, cause I'm mad insane. You brought my will, my water thrill. Girl, near the great creepos of fire. I love it, love, cause I'm born in funny. You came along and you moved me, honey. I share my mind, the love is fine. I girl, near the great creepos of fire. Kiss me, baby. Feels good. Baby, well, I want to love it like a lover should. You're fine, so kind. I would tell us what that you're mine, 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 mine. I shoot my nail and then I turn on my phone. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. A girl need a great creep, balls of fire. Hey. Solo, das brauche ich nicht. Ich finde, also du hast ein bisschen, die Gitarre war ein bisschen immer zu spät, zu früh, keine Ahnung, ich hab's irgendwann selber nicht mehr gecheckt. Ja. Bist nicht der krasseste Sänger, aber ich mag das irgendwie. Anders wie die anderen, deswegen kriegst du von mir ein Ja. Danke. Ja. Es gibt natürlich ganz viele, auch diese Coverbands, die so eine 60er, 70er Jahre Runde spielen. Ja. Und die singen genauso wie du, die spielen ein bisschen besser Gitarre. Und das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und das ist ja auch nur eine reine Adaption, da war ja nichts, rein gar nichts von dir selber. Hast du einen Song drauf, sonst irgendwie der vom jetzt hier so aus den letzten 5 Jahren Charts? Neuere Sachen, wie gesagt. Interessieren dich gar nicht, ne? Eher nicht so, ja. Aber genau. Was sagen die Girls? Also ich finde, du hast es vorher ganz gut selber zusammengefasst, dass, als du meintest, so mit die, auf die Stimme muss man nicht so viel Augenmerk legen, wenn alles andere auch noch passt. Ja. So war es für mich auch. Also die Stimme hat jetzt nicht rausgestochen für mich. Aber mir hat es nicht wirklich gefallen. Du meintest ja, du legst Wert auf das Gesamte. Damit hast du mich auf jeden Fall gekriegt. Ja. Weil ich auch immer darauf gucke, dass es unterhaltend ist, dass es im Auge bleibt. Und ich habe ja gesagt, du fällst auf. Und das ist auch wichtig. Schlecht war es nicht und du bist abgegangen.
Du hast fast einen Spagat gemacht. Ich kann nicht mal einen Spagat. Okay. Ja, ich will. Ich fand's witzig, warum nicht? Ja? Gib dir eine Chance. Von mir okay, dann hast du zwei Ja, zwei Nein. So. Die Frage ist jetzt, wen hast du als Joker? Die Stimme des Jokers zählt bei Gleichstand doppelt. Kann ich hab dich genommen, ja. Mich? Ja. Yeah! Oh, der Glück, ey. Boah. Ja, dann bist du weiter. Prima. Danke. Nächstes Mal einen richtigen Spagat. Danke. Dann muss ich erstmal bedanken, ja. Euch trotzdem noch einen super angenehmen Tag und bleibt gesund. Danke dir. Ja. Also ich bin mehr als begeistert. Also ich habe gar nicht erwartet. Ich wollte einfach nur den Rock'n'Roll meinen Leuten präsentieren. Wir müssen mit dem was anderes zeigen und so. Und so überrascht bin ich, dass es geklappt hat. Und von daher, bis jetzt ja nicht laufen können, Mädchen. Danny war sehr auffällig, so. War nicht der größte Sänger, aber hat mich irgendwie mitgenommen. Und ich will auch hier ein bisschen Spaß haben und das hatte ich. Der Rock'n'Roll lebt weiter, zumindest bis zum Recall.